Moin moin meine Kameraden und willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Wir spielen wieder Dark Souls 3, beziehungsweise weiter, nicht nur wieder. Und auch wieder, klar. Und ja, sind jetzt hier oben immer noch auf dem, was ist das? Auf der Mauer. Genau, oben auf der Mauer, glaube ich, heißt das hier. Und ja, hier haben wir ja schon alles erkundet hier oben. Viel mehr können wir hier gar nicht machen. Es gibt nämlich nichts, wo wir rein oder raus können. Wir können ja auch nicht um die Ecke. Das heißt, wir müssen wieder runtergehen. Haben wir gerastet hier. Also gehen wir runter. Aber hier müssen wir aufpassen, dass dieser komische Ritter da hinten, der uns da fast platt machen konnte. Genau, hier waren so ein paar komische Figuren drin. Müssen wir auch ein bisschen aufpassen. So. Schild haben wir ja, also können theoretisch auch ein bisschen was abfedern. Aber hier unten sind hier noch mehr. Guck mal, da steht noch so einer. Okay. Ist ziemlich dunkel hier drin. Da ist noch einer. Also selbst dafür, dass der uns gut geschützt haben, macht natürlich uns ganz schön platt irgendwie. Oder beziehungsweise haut uns ganz schön viel Leben raus. Okay, da geht's raus. Und hier geht's aber auch noch runter. Ich weiß nicht, wo wir jetzt hingehen. Gehen wir erstmal runter. Erstmal runtergehen. Mal gucken, was unten ist. Oh. Ach, da ist so ein Riesentyp. Okay. Oh. Nein. Oh. Okay. Du Affe, ey. Hast auch ganz schön gutes Leben weggenommen. Na gut, gucken wir mal hier. Kann man nicht öffnen, die ist natürlich verschlossen. Natürlich ist ja immer alles verschlossen. Davon mal ganz ab. Was ist das? Da geht's dahin. Wurfmesser, okay. Ah, okay. Noch mehr Gegner hier. Ist immer so geil, dass man immer alles kaputt machen kann bei den Souls-Reihe. Egal was. Ja, alles zerstören. Steht doch schon irgendwie um die Ecke hier. Okay. Kettenbrecher. Okay, so einen haben wir ja schon eingesammelt. Ob der jetzt besser ist oder nicht, weiß ich nicht. Wir müssen noch weiter runtergehen. Kann ich mich auch jetzt. Kann ich mich eigentlich auch heilen hier? Guck mal. Das kann ich eben noch nicht, ne? Da muss ich wahrscheinlich noch was lernen für, oder? Ich weiß es nicht. Ich höre schon wieder merkwürdige Geräusche hier, aber ich sehe hier nichts. Hier liegt auch nichts, was man einsammeln kann, aber hier kann man auch wieder rein, ne? Da sitzt einer, wir können nichts machen, also anscheinend können wir den nicht befreien. Wir müssen mal wieder nach oben gehen. Gibt es noch einen anderen Weg, wo wir hin können denn? Achso, ja klar, wir sind ja die Treppe. Also man hört ja schon ganz schön viele Geräusche, ne? Können wir nicht durch. Hier auch nicht.
Könnte meinen, hier ist noch irgendwo jemand, ne? Bei den ganzen Geräuschen. Aber wir sehen die ja nicht, also. Ist hier anscheinend doch keiner. So, ah, da war die Treppe, die Leiter, da können wir noch hoch. Ich höre oben noch den Ritter wieder laufen da. Ich glaube, den sollten wir ein bisschen abwarten, bis er weggeht. Die Frage. Der geht ganz da oben, der Ritter, ne? Okay, dann können wir hier rausgehen vielleicht. Ich nehme mal kurz ein bisschen was zu mir. Gut. Da noch einer, okay. Steppen wir auch mal kurz. Okay, mehr ist hier nicht, ne? Noch so ein Drache hier. Gott, hier sind ganz schön viele Drachen. Ungeheuer voraus. Bewertung 21. Dämone voraus. Sehr fein voraus. Okay, also hier. Können wir hier mal runtergehen? Klettern wir mal runter. Aber lieber auf den Zauber von hier hinten. Ziehe Feind voraus. Brandbomben 3. Brandbomben können wir eigentlich auch mal benutzen. Ne? Oh, da kommt einer. Wow, wow, wow. Und wir haben ihn zwar besiegt, aber guck mal hin, Alter. Wir haben überhaupt kein Leben mehr, ey. Aber eine kleine Titanenscherbe, natürlich sehr gut. Okay. Heieieiei. Da gibt es auch noch ein paar Sachen, die wir einsammeln können. Also können wir echt über die Dächer laufen hier anscheinend. Ich höre hier irgendwas glitzern. Nein, nicht wegklappen! Nein, wie ärgerlich war das denn? Wie ärgerlich war das denn bitte sehr? Habe ich trotzdem was bekommen, weil es da runtergefallen ist? Ich weiß es nicht. Mir war es sehr ärgerlich. Da unten läuft auf jeden Fall ein riesen Typ rum, wie man gerade sieht. Okay. Hier kann ich mal runtersteigen. Aber ob ich das will, ist eine zweite Frage. Muss es wahrscheinlich. Ich habe überhaupt kein Leben mehr da oben, wie man sieht, ne? Nur so nebenbei.
Sind schon einige Leute da unten? Hier oben irgendwas übersehen noch? Nee, ne? Gut, also wir müssen hier wohl runter. Geht ja nicht anders. Ich komme auch aufs Vordach rauf, aber auf dem Vordach ist ja nichts, ne? Oh, was ist hier denn passiert? Nein! Habt ihr den gesehen? Ich hab den nicht gesehen. Auf einmal war der da. Alter Schwede. Wie ärgerlich war das denn bitte sehr? Na gut. Wir wollen nochmal hin. Ja, wir müssen kurz warten, bis der Ritter abhaut da. Nicht noch einer? Da hinten. Oh. Alter! Nein, ich bin auch gestorben. Oh. Da war ich wohl bestimmt zu vorschnell. Jetzt sind auch unsere ganzen Dinger weg, ne? Unsere ganzen Seelen, das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Es waren jetzt nicht super viele, aber es waren immerhin schon ein paar. Das ist schon etwas doof. Wo ist der andere versteckt hier nochmal? Oh, das gibt's doch gar nicht, ey. Jetzt hat mich ja schon wieder platt gemacht hier. Na gut. Gemein, wie der immer um die Ecke geflitzt kommt, da der Bastard. So, jetzt geht's hier runter. Kommt nochmal dieser Riese gleich da, dieser, der sich so verwandeln kann. Das kann natürlich gut sein, da müssen wir schon vorsichtig sein. Natürlich blöd mit diesem Riesen da oben. Ich
denn? Mein Gott. Die muss man also immer wieder besiegen, okay. Gut zu wissen, gut zu wissen. Der Glitzi läuft hier nicht nochmal rum, oder? Nee, schade. Das wäre cool gewesen, wenn ich den Glitzer-Heini hier nochmal hätte finden können. Das geht nicht. So, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen hier. Wir werden gleich abgeschossen runterkommen. Oh. So, wie viele hier noch sind, weiß ich gar nicht. Oder ob hier noch jemand ist, aber... Soll ich irgendwie runterkommen, ohne mich so doll zu verletzen oder so, ne? Okay, ist noch so ein Hai neben dran. Nein! Das war auch richtig dumm von mir gerade. Brandbomben, Brandbomben, Brandbomben. Leichte Armbrust. Wo geht's auch nochmal runter mit der Leiter hier? Wo geht's denn da hin? Ich kann da nichts sehen. Da ist irgend so ein Ritter da unten oder irgendwas anderes. Wir gehen mal runter gucken. Oder vielleicht auch nicht? Ein fetter Ritter da hinten. Oh, schnell hoch, schnell hoch, schnell hoch, schnell hoch. Könnt ihr euch hinterherkommen, aber dann muss ich euch gleich runterhauen, leider. Na, kommen die hoch? Ich weiß nicht, wie viele da unten waren, aber es waren, glaube ich, die einzigen beiden, oder was? Okay. Hm. Dann gehen wir nochmal runter. Halt der Schwede, hier muss man auf jede Scheiße aufpassen hier. Wirklich nervig. Okay, also ich glaube, den können wir jetzt nicht killen da drin, oder? Also ich gehe nochmal nach oben. Ich gehe oben nochmal kurz analysieren, ob wir da irgendwas finden, bevor wir uns an diesen Typen da ranmachen. Weil ich kann mir irgendwie vorstellen, dass der doch ein Tickchen härter ist. Ein Tickchen. A little bit. So. So, wir gucken mal. Es ging jetzt tatsächlich auch noch hier runter irgendwie, ne? Schwarze Feuerbombe. Kann ich denn von hier unten nicht irgendwie auch, von hier oben hier auch platt machen? Oh. Okay. Klappt denn nicht. Okay, aber wenn er gleich hier längs kommt, dann bin ich auch relativ dicht dran gewesen, oder? Oder habe ich verkehrt gesehen? Dann müsste ich ihn doch eigentlich hier erwischen, wenn er einmal rumkommt. Der Affe. Weißt du nicht, wie viel Schaden ich mache? Wahrscheinlich kaum. Aber wir probieren es trotzdem mal.
kann ich nicht wirklich viel machen, ne? Kann ein bisschen sauer werden, aber... sitzt er da unten. Also eigentlich können wir ihn vielleicht von hier oben sogar fertig machen. Okay, das war dumm. Okay, aber wir suchen uns gleich nochmal mit so einem schweren Seelenpfeil. Vielleicht kriegen wir ja nochmal so ein bisschen... gucken, was wir im Inventar haben. Ich habe ja auch eine... diese Feuerbombe. Warte. Okay, ich wollte eigentlich ihn treffen. Treffe ich anscheinend so nicht. So, aber er macht nicht so viel Schaden bei ihm, also kann es das nicht egal sein. Aber er wird schon ein bisschen sauer, oder? Das haben wir ja gleich. Okay, jetzt können wir, glaube ich, runtergehen direkt zu ihm und ihn von da aus fertig machen, weil er hat ja relativ viel Leben verloren. Dann können wir ihn, glaube ich, von da nochmal erschrecken. Okay. Kommen bestimmt noch mehr Gegner hier, aber wir trauen uns trotzdem mal. Ich höre die ganze Zeit Geräusche, das macht mich nervös. Obwohl er wahrscheinlich nichts ist, aber... mein Gott, macht dann das nervös. So, ich gehe kurz hier nochmal ein bisschen erforschen, aber hier war, glaube ich, nichts mehr. Ah. Ja, das Gefühl, dass sie sich bewegen so ein bisschen, oder? Dann Axt. Hätte ich auch anders lösen können. Oh. Das hätte man auch anders lösen können. Na gut, wir holen uns ein bisschen Energie hier nochmal. Da liegt noch eine Leiche, die nehmen wir noch mit. Da sind zwei schwarze Ritter oder was das ist da unten. Hier unten krebsen auch noch ein paar Leute rum. Also sieht schon nach sehr, sehr viel Arbeit aus hier. Also wir gehen erstmal, also hier können wir
gar nicht runtergehen, da können wir runtergeschmissen werden. Ist hier noch irgendwas? Ne. Gut, lassen wir nach oben gehen erst. Okay, es gibt zwei Wege nach oben. Einmal hier. Und da auf dem Vordach, da kann man wahrscheinlich nur mit Springen hin. Könnte man ja probieren. Können wir das nochmal laufen? Können wir nochmal probieren, darüber zu kommen, denn... da runterfallen können wir ja ruhig, das macht ja nichts. Okay, das war richtig dumm. Ich habe richtig viel Leben verloren gerade. Eieieiei. Okay, sollten wir vielleicht doch nicht machen. Jetzt erstmal noch da oben gehen und was anderes suchen. Alter, wie dumm war das denn schon wieder? Naja. Wir landen hier aus. War hier noch irgendwas anderes oben? Ich glaube nicht, ne? Also ich könnte, ich versuche es jetzt nicht nochmal, also ich bin einfach zu schlecht im Springen, merke ich. Das Dumme ist aber auch, dass der Sprungknopf halt der Joystick-Button ist. Also wie dumm ist das denn? Gelöst, muss man einfach mal sagen. So. Grüne Blüte. Wofür ist die grüne Blüte gedacht? Kann ich noch was angucken? Warte mal. Beschleunigt vorüber die Ausdauerregeneration. Achso, okay, das bringt uns nicht so viel. Nichts dabei, was mich irgendwie nochmal heilen könnte. Na gut. Okay. Oh, das war klar, dass ich das nicht schaffe, oder? Boah, Alter. Metzeln die mich nieder, die Affen. Oh, ärgerlich. Gut. Wir müssen wieder hinkommen. Brauchen wir eigentlich nicht die Wurfmesser. Jetzt müssen wir die ganzen Scheiße draußen auch nochmal machen. Wie nervig ist das denn bitte sehr? Alter! So. Weiß, ob eigentlich was passiert. Machen wir lieber weg. Gut. Müssen ja leider hinten hin, ne? Das ist das Dumme. Wir müssen ja echt da hinten hin. Das soll hier nicht.
macht mich das kirre, hier jetzt mal gegen die zu kämpfen. Wahrscheinlich würden Brandbomben das gleiche lösen. Aber naja. Man tut, was man kann, ne? Der große Berserker läuft auch wieder da rum. Na klar läuft er da rum. Also müssen wir erstmal den da oben platt machen. Kurz was trinken. Hier waren wir auch noch nicht drin, ne? Fällt mir gerade ein. Wollen wir auch noch kurz reingucken. Oh, das ist ein Ritter. Scheiße. Den wollen wir nicht begegnen. Okay. Kann ich einfach so eine Brandbombe runterwerfen? Da stehen sie nicht auf, ne? Jetzt kommen sie, okay. Dauert ein bisschen, bis sie hochkommen, aber lohnt sich ja hier zu warten. War leider nur einer. Das war noch ein zweiter unten. Ja gut. Den zweiten haben wir anscheinend nicht erwischt. Ich weiß auch nicht, wo der ist gerade. Ach, der hängt da am Abgrund, sehe ich gerade. So. Diesen großen Ritter da, den kann man schon auch so platt machen. Aber man könnte natürlich auch einfach abwarten. Wow, der hätte mich locker erwischen können. Wow, also der hätte mich eiskalt erwischen können da oben. Krasser Typ. Na komm. Ach man, er war zu weit weg. Nicht so ein Ernst. Wir müssen warten, bis er wieder runter oben kommt einmal. Das ist ein bisschen ärgerlich. Das ist wirklich ein bisschen ärgerlich. Ja, wir können ja hier was nehmen. Jetzt können wir da runtergehen eigentlich. Dann wird gleich wieder den normalen Weg laufen. Hoffe ich zumindest. Dass jetzt nicht um die Ecke geluncht kommt. Aber ich glaube nicht.
Gut. Ach, da oben ist der. Der war das, der mich gerade eben so angebrüllt hat von oben. Okay. Aber wir müssen auf jeden Fall erstmal unsere Seelen wiederholen. Oh. Kommt er noch einmal her? Blödes Viech. Okay. Hier können wir unsere Seelen einsammeln. Jetzt ist nur die Frage, ob wir da hinten nochmal hingehen und versuchen, die ganzen da platt zu machen. Das waren ja echt viele. Oder ob man vielleicht diese schwarze... Kann man explodieren, viel Schaden, so was kann man denn da machen? Ich meine, ist das Gleiche, ne? Aber kann ich die nicht in meine Schnelltaste legen oder was? Müsste auch gehen, oder? Mit meinem Schwert. Okay. Doch, müsste doch auch gehen. Bin doch nicht. Hm. Ausrüstung, ah, da kann man es bestimmt machen. Zack. Oh. Weiß nicht, ob die besser ist, die schwarze. Wir testen es einfach mal. Den jetzt nicht getroffen beim ersten Mal, das ist doch echt dumm. Guck mal, was er da alles macht. Was für ein Gemetzel. Ich habe die auch alle drei verbraucht, ne? War natürlich ein bisschen viel, aber waren auch ein bisschen viele von den Viechern, da muss man sagen. Versuch rollen, deshalb gute Arbeit voraus. Was? Zu rollen. Man kann bestimmt irgendwo hinkommen, ne? Und irgendwas einsammeln. Ja, das ist viel zu spät für. Das müsste jetzt eine Abkürzung sein, behaupte ich mal. Wurfmesser, okay, aber das ist eine direkte Abkürzung. Ich weiß zwar nicht wohin, aber das werden wir gleich rausfinden. Okay. Das war hart. Verdammte Axt. Verdammte Axt vor allen Dingen. Ja, gut. Oh. Oh, verdammt, da oben wäre das. Oh, da oben wäre das Dings gewesen, ne? Die Abkürzung trotzdem auf jetzt?
Wahrscheinlich, ne, oder? Ich hoffe zumindest, dass die aufbleibt. Aber das müsste ja eigentlich. Aber das ist ja die falsche Abkürzung. Ich bräuchte die andere. Obwohl. Warte mal. Kann ich nicht reisen und direkt dahin reisen? Lass uns mal versuchen. Weil da unten war das ja, wo ich gestorben bin. Dann können wir direkt wieder da anfangen. Nee, haben die hier gekillt? Was, auf der anderen Seite? Ich weiß es nicht mehr. Da. Da haben die mich gekillt, genau. Na, gerade auf mich geschossen. Ah. Okay, die Hunde hätten wir auch gerade eben so platt machen können. War jetzt ein bisschen albern von mir. So. Perfekt, alles wieder lang. Gut, die eine Abkürzung haben wir schon mal, was natürlich schlecht ist. Das heißt, wenn die jetzt auch die Tür, aber die müsste ja auf sein. Ich glaube, wenn man die einmal geöffnet hat, dann bleibt die auch auf. Genau. Das heißt, wir können jetzt auf jeden Fall kürzer, also schneller überall hinkommen. Super ist. So. Genau. Wir werden uns mal ein bisschen stärker machen, indem wir einmal kurz zurückreisen. Und dann werden wir uns weiter damit beschäftigen. Ja, aber vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wenn nicht, hoffe ich trotzdem, dass ihr wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüss.